Das gleichmäßige Verteilen der ankommenden Materialien auf die einzelnen Maschinen sieht nicht nur schick aus, sondern ist auch nötig für eine effektive Produktion. Aber wie sieht das eigentlich aus, wenn wir nicht wie hier auf 6 Förderbänder splitten müssen, sondern auf 5, damit das immer noch gleichmäßig ist? Das gucken wir uns jetzt mal an. Ich habe hier mal ein kleines Setup vorbereitet. Links sind 3 Konstruktoren, rechts nur 2. Und die Produktion habe ich jetzt mal eingestellt auf Turbodraht. Es ist jetzt nicht das beste Beispiel, aber hierfür sollte es reichen. Ihr seht, der braucht 12 pro Minute, damit 60 Turbodrahtdrähte rauskommen pro Minute. Und dementsprechend habe ich jetzt mal auch hier in dem Container schon mal die Barren gebunkert. Und der Einfachheit halber, damit wir uns das mal schön angucken können, mache ich jetzt hier mal ein Förderband MK1. Heißt also, das liefert 60 Ressourcen pro Minute aus. Und ihr seht, das ist natürlich alles etwas sehr schneckig bis langsam. Deswegen habe ich hier mal MK3 hingepackt, dass die wenigstens etwas schneller bei den Maschinen ankommen. Und jetzt auf Anhieb sieht das ja alles noch nicht ganz so wild aus, weil es wird ja erstmal noch einigermaßen gut verteilt. Die Maschinen fangen an zu laufen. Ja, aber wie ihr gleich sehen werdet, im Laufe der Zeit, je länger das jetzt hier vor sich hin produziert, werden wir da in so einen kleinen Engpass reinlaufen, beziehungsweise rechts kommt mehr an als links. Das gucken wir uns gleich nochmal an, weil das will ich euch nicht antun, dass wir jetzt die ganze Zeit hier warten müssen. Das mache ich dann für mich alleine. Was natürlich jetzt dann uns gelegen hat, gibt in der Zwischenzeit mal das in Anführungszeichen richtige, sprich effektive Setup anzugucken. Das ist jetzt das effektive Setup, sieht etwas wilder aus als das vorherige, bringt aber dafür eine Menge. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe mir das nicht selber ausgedacht, sondern im Internet gefunden. Ich verlinke euch natürlich den Originalbeitrag in der Videobeschreibung. Aber wenn man sich das jetzt so optisch und in Aktion angucken kann, sieht es doch noch anders aus als nur so ein Flussdiagramm. Also wir gehen das noch einmal kurz durch, wie das Ganze hier aussieht. Ausgangssituation ist dieselbe mit dem Unterschied, dass hier unten ist jetzt erstmal ein Förderband, wie heißt der so schön? Fusionator ist es, glaube ich. Jawohl, ist ein Fusionator. Klingt erstmal blöd, ist aber so. Hier sind jeweils die Splitter, einmal nach links raus, einmal nach rechts raus, also wirklich 30, 30, 30. Auch wenn es jetzt erstmal irritierend klingt, nicht wundern, wenn 60 ankommen, 30, 30, haben wir ja vorhin schon gesehen, ist ja da dieselbe Ausgangssituation. Heißt also, hier kommen erstmal per Definition nicht jeweils 12 an, aber wenn ihr euch schon das Diagramm angeguckt haben solltet, dann werdet ihr gleich sehen, im Laufe der Produktion verteilt sich das besser, weil hier wird jetzt auch gesplittet. 2 Bänder gehen wirklich in die Produktion rein, also wirklich in die insgesamt 5, die wir jetzt brauchen. Und das dritte läuft wieder zurück hier zu dem Fusionator und geht in den Kreislauf wieder rein. Und auch das gucken wir uns jetzt mal in Aktion an. Selbe Ausgangslage, MK1 und alles andere MK3 eben aus optischen Gründen. Und ihr werdet jetzt zumindest im ersten Durchlauf schon mal sehen, wie sich das jetzt hier verteilt. Ist natürlich jetzt noch nicht ganz so dolle, was hier passiert, aber ihr seht auf jeden Fall schon mal, dass eine Einheit jetzt in dem Fall, hier kommt er wieder rechts zurück und geht zurück in den Produktionskreislauf. Und wenn ihr euch das Diagramm angeguckt habt oder später mal angucken werdet, dann seht ihr auch, dass ich habe es jetzt gerade ehrlich gesagt nicht vor Augen, im dritten oder vierten Durchlauf verteilt sich das wirklich gleichmäßig im Sinne von 20% auf jedes einzelne Band. Das lassen wir jetzt auch mal ein bisschen durchlaufen und vergleichen dann mal mit der anderen Produktion, wie das hier so aussieht, weil man wird gleich sehen, drüben laufen zumindest die beiden Maschinen, die hier rechts stehen, laufen voll und es staut sich dann irgendwann hier vor den Maschinen, während hier links nicht genug ankommt. Aber das werden wir gleich sehen. So, kurze Zwischenbilanz. Es ist noch gar nicht so lange her, dass die Produktion hier läuft. Aber man sieht hier schon ganz gut, dass die
einzelnen Maschinen, die Konstruktoren hier, nicht rechtzeitig den Nachschub haben. Sieht man ja mal daran, dass die einzelnen Lämpchen gelb werden. Sieht jetzt auf Anhieb gar nicht so wild aus, weil es kommen ja schon immer kurz danach die Barren rein. Aber für eine effektive Produktion eben nicht ganz so dolle, wenn zwischendurch immer wieder mal die Produktion stoppt. Wenn es nur ein bisschen ist, aber in der Summe macht es auf die Dauer des Spiels natürlich aus. Und ihr seht hier, es fehlt immer der Katheriumbarren, der natürlich einigermaßen zügig reinkommt, aber eben die Maschine ist zwischendurch untätig und wie gesagt, in der Summe macht es sich dann doch bemerkbar letzten Endes und dafür haben wir hier, seht ihr, hier sind schon 23 auf Vorrat gebunkert, also hier kommen definitiv viel zu viele an, wenn man sich das mal so überlegt. So, und jetzt warten wir mal ab, wie das in ein paar Minuten aussieht, dann ist es nämlich schon dramatisch, bleibt dran. Es ist einige Zeit vergangen und wie ihr seht, ist jetzt wirklich der Fall eingetreten. Rechts sind viel zu viele Barren mittlerweile angekommen. Die stapeln sich jetzt quasi schon vor den Maschinen, während links immer noch zu wenig ankommen und dementsprechend die Maschinen ihre Aussätze haben, die einzelnen Konstruktoren. Wie gesagt, in der Summe macht das natürlich schon eine Menge aus. Über kurz oder lang wird es natürlich so sein, dass rechts alles vollläuft und die neuen Barren alle nach links verteilt werden, also da dann auch genug irgendwann mal ankommen und es sich in der Produktion nach hinten, also ich sag mal da, wo die Barren jetzt herkommen, dass es sich dann da staut und irgendwann auch da die Produktion nur noch stocken läuft. Jetzt könnt ihr euch natürlich aussuchen, wollt ihr lieber hier dieses gleichmäßig Verteilte haben, dass es rund läuft, oder reicht es euch, wenn sich das alles irgendwann staut und ein bisschen wilder aussieht, Hauptsache es läuft überhaupt. Das ist natürlich jetzt alles Geschmackssache. Jetzt gucken wir uns aber einmal kurz hier drüben an, wie das läuft. Und ihr seht, hier verteilt sich alles schön gleichmäßig. Schön, dass die Sonne gerade so steht, dass man hier möglichst wenig sieht. Aber auch hier seht ihr die Produktion. Warte mal, vielleicht wenn wir uns mal einmal umdrehen. Ja, ist ein bisschen besser. Also ihr seht hier, die Produktion läuft gleichmäßig. Überall kommen gleichmäßig die Barren an. Keine Aussetzer. Und natürlich, es läuft flüssig hier. Da staut sich nichts. Jetzt gucken wir einmal kurz rein, wie das so aussieht, wie viele Barren sich hier in der Maschine stapeln. Und ihr seht, die kommen on point an. Also einer ist verbraucht, dann kommt der nächste rein. Die Maschine ist nicht ein bisschen auf untätig, läuft also flüssig durch. Und hier drüben dürfte es natürlich dann genauso sein. Auch hier immer einer genau rechtzeitig da. Da ist gar kein kleinster Aussetzer vorhanden und es sieht auch total schick aus. Also das ist jetzt eben Geschmackssache. Wenn ihr das wirklich so haben wollt, Load Balancing ist das Thema in dem Fall. Wenn es euch so besser gefällt, dann macht das so, wie ich euch das hier gezeigt habe, beziehungsweise wie ich es im Internet rausgefunden habe. Möchte ich jetzt, na doch, kann ich drüber reden, ist ja nichts Schlimmes, aber wenn man das einmal wirklich in Farbe und vor den eigenen Augen hat, ist es doch schöner als nur in so einem Flussdiagramm. Also, ich hoffe, es hat euch soweit ein bisschen geholfen, wenn ihr selber Satisfactory spielt. Ich finde es wunderschön. Ich mache das jetzt nur noch so. Und ja, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Dankeschön und ciao.